Es brodelt und zischt. Ein Vorteil für uns, man hört uns nicht. Aber ich glaube, das ist der KI egal. Die hört sowieso nicht auf ihr Gehör, weil sie keins hat. Na, endlich. Willkommen, liebe Freunde, hier zu Part 25 von Let's Play Halo Reach Legendär, kurzum LPHRL. Gott. So, wir müssen nur noch eine Handvoll Gegner besiegen, bis wir den nächsten Bereich betreten können. Wie ihr eben sehen konntet, ein Kontrollpunkt wurde auch schon gespeichert. Eigentlich ist hier nur noch diese Ghost im Weg und die knallt uns gerade ziemlich nervig ab. Na komm, das schaffst du. Wir können auch einfach die Sunny-Blase nehmen. Ich glaube, das ist der beste Weg. So, ungefähr noch 4 Grunts waren es eben gerade. Eine Ghost. Das Geschütz habe ich auch schon erledigt. Eigentlich gibt es jetzt keine Gefahr mehr. Los, na komm. Na, egal. Ich wollte eigentlich auf ihn einschlagen, aber ist ja jetzt nicht entscheidend. Dann machen wir ihn eben so platt. Aber er war schon ausreichend geschwächt. Den hätte ich mir eigentlich noch so vornehmen können. Aber es stimmt ja alles. So, ich habe da drin noch eine Granate gesehen. Ich habe offscreen so ein bisschen getestet, wie man hier am besten vorankommt. Es ist eben nichts passiert. Ich habe hier nur schnell dieses Geschütz fertig gemacht, platt gemacht, wie auch schon im letzten Part. Wir wollen ja möglichst viel Zeit nutzen für die nächsten Gebiete und Herausforderungen. So, und... Ah, verdammt, habt ihr das gesehen? Das war eine Teleportation. Das hatte doch nichts mit Ausweichen zu tun. Richtig gewarpt. Ah, okay, wir haben Munition. Dann nehmen wir uns mal das mit Stück vor. Na komm, wenn der tot ist, dann haben wir richtig gute Chancen. Die Chancen stehen dann wirklich gut, wenn der stirbt. Und Emil nimmt sich den möglicherweise hier schon richtig vor. Natürlich nicht. Ah, da ist aber noch ein zweiter von der Sorte. Na los jetzt. Verdammt, wir müssen da rein. Aber wir haben auch nicht die richtigen Waffen. Ist hier irgendwo ein Waffenständer oder so? Da hinten ist einer. Wagen wir uns gleich mal ran. Ein Schrotgewehr will ich eigentlich ungern nehmen. Ach, was soll's. Was soll's eigentlich? Vielleicht bringt es uns ja was. Na komm. Weiter. So. Der letzte Part lief ja sehr durchwachsen, muss ich sagen. Aber noch relativ gut. Man hat halt immer diese Angst, dass es hier komplett ausufert. Und... dagegen muss ich ankämpfen, indem ich diese Typen einfach solide plätte. Das ist ja Wahnsinn. In diesem LP kann man kaum über was anderes nachdenken, weil man einfach kämpfen muss. Man muss einfach kämpfen, töten, überleben. Überleben ist eigentlich das Hauptwort in diesem LP. So, ein bisschen Nadeln. Und, na komm. Das Ausweichen ist so anstrengend. Genau. Und noch ein. Boah, jeder Schuss wie ein Kinnhaken. Wo ist er? Da hinten. So, weiter. Das gibt's doch nicht. Genau. Und Endspurt. Sehr schön. Und damit haben wir es. Eine Granate einsammeln. Ja. Das schöne. Nicht Pistölchen, das Gewehr war's. Nehmen wir an uns. Emil, wo bleibst du? Egal, ich gehe alleine. Oh Gott. Oh Gott. An die Stelle kann ich mich selbstverständlich erinnern. Und... hier könnte es gleich ganz schön explosiv werden. Ich hoffe, vorher wird nochmal gespeichert. Ey, hallo? Kann man mal bitte den Kontrollpunkt setzen? Wir haben ganz klar einen neuen Abschnitt erreicht. Das sollte doch eigentlich mal ein schöner Grund sein, um einen Kontrollpunkt zu speichern. Laden erledigt und Kontrollpunkt? Bitte. Bitte. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt traue ich mich nie raus. Oh, was haben wir denn da? Eine... Masse von Gegnern und das Spiel gerät gerade in Stocken. Das sind doch ein paar viele. Ein paar viele. Schönes Deutsch mal wieder am frühen Morgen. So. Kommt der. Dann mache ich eben ein paar von euch platt, aber dann versprichst du mir den Kontrollpunkt, oder? So, weiter. Sehr schön. Kontrollpunkt erledigt. Wir können uns ein bisschen weiter nach vorne wagen. Dich kriege ich. Und... gewagter Sprung und Feuer. Ah, verdammt. Da. Sehr schön. Ist perfekt. Perfekt ins Visier gelaufen. Genau so wünsche ich mir das. Nee, Plasmapistole ergibt mehr Sinn. So. Die Stelle hier ist richtig anstrengend. Aber wenn es gut läuft, dann... ja, dann läuft es gut. Und vielleicht werden wir dann verschont. Sehr schön, wie die mal wegfliegen.
So, die nächsten bitte. Nein, das meine ich nicht so. Es müssen nicht unbedingt welche kommen. Verdammter Mist, haltet ihn hin! Ein bisschen Ablenkung wäre ganz hervorragend. Na los! Sehr schön. Und runter mit dir. Toll. Runter bin ich nicht gegangen. Ich habe nur den Satz gesagt, aber ich habe ja überlebt. Wo ist er denn? Wo ist das Schwein? Hä? Oh mein Gott, wir haben überhaupt keine... Oh, verdammter Mist. Wir brauchen eine neue Plasmapistole. Hier irgendwo lagen doch Grunts rum. Und zumindest in Halo Reach ist es ja noch so, dass man die gedroppten Waffen auch noch 2 Sekunden später aufsammeln darf. In Halo 4 ist das ja echt problematisch. Da hat man ja einen richtig taktischen Nachteil. Wenn man sich denkt, oh, da hat der Gegner gerade diese Waffe gedroppt. Die kann ich mir dann später nehmen oder gleich nehmen. Wenn diese, die ich im Moment trage, ein bisschen an Magazinschwäche leidet. Oder unter Magazinschwäche leidet. Was für eine blöde deutsche Korrektur. Total unnötig. Auf jeden Fall kurzum von meinem Satz, um nochmal zu meinem Satz zu kommen. Es ist schön, dass die Waffen nicht nach einer Sekunde gelöscht werden, weil das Spiel die Leistung, den Speicher braucht. So, das waren sehr schlimme Sekunden in diesem Part. Aber scheinbar muss es sie ab und zu auch mal geben. Und tschüss. Super. Kontrollpunkt mal wieder. Würde ich mich drüber freuen. Das war eben echt Dreck, was ich erzählt habe. Es ufert immer so aus. Oh, das ist eine schöne Stelle. Hier kommen gleich 2 Jäger. Das ist ein richtig schöner Kampf. Aber leider auch unsere Scheißkerle da. Die Cousins vom Schakal. Die Super-Elite. Dann machen wir halt erstmal die platt. So. Und. Sehr schön. Perfekt reingelaufen. Wen haben wir da noch? Na komm. Detlef. Ich weiß ganz genau, dass du dahinter stehst. Detlef. So, ich werfe mal. Oh, toll gemacht. Danke. Da hinten ist einer. Nein. Oh Gott, jetzt gehen sie aber richtig in den Angriff über. Wir brauchen neue Munition. Und haben keine. Verdammt, wir müssen die Kugel nutzen, die wir haben. Sehr schön. Und super. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. So, Emil, bist du dabei oder muss ich alleine? Oh Gott, ich weiß nicht. Was soll ich bloß tun? Ach, ich wag mich ran. Oh nein, oh, diese Explosion. Nein, na, schnell in Sicherheit. Granaten einsammeln und jetzt mal nach hier oben und gucken, was es da gibt. Sieht irgendwie so aus, als könnte man hier durch einen Glitch hoch. Wow, das geht ja wirklich. Na, ich versuch's nochmal kurz. Das interessiert mich doch jetzt. Ah, Emil schießt schon. So lange können wir ja mal ganz kurz den Bereich hier erkunden. Das geht ja wirklich. Na, verdammt. Ach, lassen wir es. Soll es nur mal rausfinden. Aber scheinbar ist da nichts zu holen. Wow, das war schon richtig knapp. Oh mein Gott! Das gibt's doch nicht. Der hat mich einfach sofort erwischt. Na los! Oh, verdammter Mist! Oh nein, wo wird geladen? Oh bitte, an welcher Stelle? Bitte, 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 ich weiß es gerade nicht. Oh, das ist ja richtig gut. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Sehr schön. Genau so muss das sein. Hier schon mal das Schrotgewehr. Und hier jetzt Gustav und Detlef abknallen. Naja, und was haben wir noch für einen Namen? Egal. Und den anderen. Der hat einfach keinen Namen. Jetzt kommt doch bitte hinter den verdammten Containern hervor. Okay, da huschen sie raus. Wo ist der zweite? Genau da. Sehr schön. Da gibt es eigentlich noch einen vierten. Der muss irgendwo da hinten sein. Okay, okay. Wo ist er? Oh, der wird uns in den Rücken schießen. Wenn wir ihm den Rücken zuwenden. So. Und schön an die Schulter. Damit haben wir schon mal einen schönen Anfang. Gibt's doch nicht. Okay. Sehr schön. Kontrollpunkt erledigt. Danke. Ein schöneres Geschenk konntet ihr mir nicht machen. Wo ist denn Numero Dos? Da hinten. Und ja, okay. Den Kontrollpunkt brauche ich auch. Aber gut, ich war vielleicht jetzt auch ein bisschen unvorsichtig, aber wir haben den Kontrollpunkt. Und dadurch können wir schon einem toten Jäger entgegenblicken und uns den nächsten vorknöpfen. Aber vorknöpfen kann man das nicht nennen.
Denn die machen uns ganz schön Probleme. Das klingt irgendwie, Vorknöpfen klingt so nach leichter Gegner. Obwohl, das eben war ja auch eine relativ smarte Sache. Na los, komm! Ach, was soll's, ich schieß einfach durch. Wenn er meint, sich dahinter verstecken zu müssen, dann ist das sein Bier. Wir haben genug Munition. Leider. Ich weiß, der Panzer wehrt alles ab, aber ich glaube, ein gewisser Schaden wird schon noch angerichtet, wenn wir seine Kehle erwischen. Denn die liegt eindeutig frei. Boah, das macht richtig Spaß, den abzuknallen. Es ist vielleicht jetzt nicht so stark, aber es macht einfach Spaß, so mit voller Wucht auf irgendwas drauf zu ballern. So. Nein, keine Munition mehr. Aber ich habe gar nichts mehr. Ey, in dem Augenblick, ich hätte ihn so erledigen können. Oh, verdammt. Deckung. So. Jetzt kriegen wir ihn. Und, nein, verdammt. Oh, du Schwein. Na los. Draufballern, draufballern. Na. Na los, der Bereich ist doch so schön frei. Einfach ins Fleisch. Verdammt. Aber mit Emil zusammen ist das gar kein Problem. Auch wenn ich Emil gerade einfach nur zudecke mit Kugeln. Das hat er nicht verdient. So, weiter. Sehr schön. Ja, das war alles. Das war deiner, Emil. Auch wenn für mich die Punktzahl dran stand, aber es war deiner. Haben wir hier noch irgendwas? Ein nettes Secret, eine schöne Waffe versteckt? Nee, wir haben gar nichts. Bis auf das Sturmgewehr. Ist an sich meine Lieblingswaffe, aber nicht auf legendär. Da kann man das Ding getrost vergessen. Okay, die Stelle ist auch richtig übel. Heute haben wir ja drei richtig blöde Stellen dann überwunden. Wenn wir die überhaupt noch in diesem Part überwinden. Ach was, das auf jeden Fall. Ja, das Problem ist, ich brauche einen DMA. Hat einer von den Marines eins? Hat irgendwer von euch einen DMA? Oh, das gibt's doch nicht. Keiner? Mein Gott. Okay. Dann müssen wir zu einem Waffenschrank. Gibt's hier irgendwo einen? Oh nein, da hinten. Das ist schon mein Killer, das sehe ich doch. Nein, ohne... Ach, ich muss einen DMA finden. Mal sehen, wie weit ich zurückgehen kann. Das DMA muss sein. Ohne will ich da nicht rein. Mal sehen, wie weit wir zurückkommen. Währenddessen können die da hinten ja noch ein bisschen metzeln. Aber Emil ist so gesehen ja auch unbesiegbar. Also eigentlich sollte das für ihn gar nicht so das Problem gerade sein, die Situation. Wo haben wir hier noch ein schönes DMA? In den Trümmern dieses Bereichs. Hier irgendwo muss doch ein Waffenschrank sein. Na komm, das ist UNSC-Gelände. Da wird ja wohl irgendwo hier noch was rumstehen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich würde sagen, ich schneide das und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. So, die Sache ist so, es gibt keine DMAs mehr, denn die Tür ist verschlossen. Man konnte nur noch ein paar Sturmgewehre abgreifen. Das konntet ihr auch kurz vor dem Schnitt sehen. Okay. Dann müssen wir uns da mit einem Sturm, mit einem Schrotgewehr ranwagen. Das gibt's doch nicht. Vielleicht hier hoch? Vielleicht hier hoch? Na komm, das überlebst du. Oh, super. Sehr schön, einfach mal so durchgelaufen und es auch noch geschafft mit einer unglaublichen Dekadenz. Aber ich hab's vollbracht. Und was haben wir denn da? Hier sind DMAs. Ihr wollt mich doch wohl verarschen. Das ist ja wohl geizgeil. Dankeschön. Danke, Schicksal. So. Und seht da, so kann man diese Drecksviecher erledigen, wenn man an sich glaubt. Ich muss wieder rein. Und sonst kriege ich nochmal die Hucke voll. Geht hier die Tür auf? Nein. Okay. Das ist doch schön. Kann ich nicht von allen Seiten attackiert werden. Machen wir denn den nächsten? Der ist weiter oben. So, perfekt. Durch das Metall geschossen. Oder an dem Metall vorbei in eine Rille. Ich weiß gar nicht, wie groß die Kugeln sind. Ja, ordentliche Größe. Reicht zum Töten auf jeden Fall. Es brodelt und zischt. Ein Vorteil für uns, man hört uns nicht. Aber ich glaube, das ist der KI egal. Die hört sowieso nicht auf ihr Gehör. Weil sie keins hat. So. Na komm. Das gibt's doch nicht. Okay, ich versuch's. Und ich werde es schaffen. Zuversicht. So, dadurch. Und tschüss.
Den ersten haben wir. Jetzt den zweiten, bitte. So. Und die Nummer 3. Kontrollpunkt erledigt. Wir können uns einfach so ranwagen. So, den mache ich so platt. Na, das gibt's doch nicht. So, da seht ihr mal, was die für Probleme machen können. Wenn man keinen DMA hat. Ganz schön ätzend, die Viecher. Aber meine Lieblingseinheit, muss man sagen. Weil sie einfach so fordernd sind. Ist. Du auch noch. Du da unten. Verdammt. Okay. Nur eine normale Granate. Und tot. Das gibt's doch nicht. Ich musste es drauf anlegen. Ich hatte jetzt einfach zu viel Glück in den letzten Minuten. Da habe ich jetzt einfach nicht mehr aufgepasst. Aber was soll's. Wir sind ja an einem Punkt, wo das zu verkraften ist. So. Sehr schön. Da hinten. Und tschüss. Du auch noch. So, es gab jetzt einen kleinen Schnitt. Ich habe eben ein bisschen rumgespackt in den letzten Minuten. Das habe ich jetzt mal rausgenommen. Ich habe auch extrem viel Kacke für einen kurzen Zeitrahmen gelabert. Das wollte ich euch nicht antun. Kurzum. So, gerade so ausgewichen. Sunny-Blase. Und den nehmen wir uns so vor. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part für heute. Puh. Das war sehr nervenaufreibend. Aber wir haben es heute sehr gut überstanden. Aber wenn ich wirklich Halo 2 auf legendär Let's Playe, dann wird das ja sowieso das Projekt meines Lebens, was das Let's Playen angeht. So. Das gibt's nicht. Er gewinnt! Ah ne, er gewinnt nicht! Na los, na los, na los! Verdammter Mist, Sunny-Blase! Gut, den haben wir aber schön vorgeführt. Gefiel mir. Na los, komm. Ein letztes Mal. Und Ende. Super. Eine sehr schöne Szene. Die Osttür der Plattform sieht gut aus. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Halo Reach. Legendär in der 26. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin zuversichtlich, dass wir den Scheiß hier gut überstehen werden bis zum Ende. Ja, macht's gut, Leute. Schönen Sonnabend noch. Tschüss.